Ja, guten Tag. Wir sind wieder beim Governor zu Besuch. Ich halte das Mikro heute mal an den Mund, weil es regnet und ich müsste es irgendwo verstecken. Also machen wir es jetzt heute mal so. Ich stehe hier jetzt mit dem neuen Interact-Club Emsfechten. Diese Woche gegründet. Und das hat natürlich alles auch mit dem Motto zu tun, was wir in diesem Monat haben. In diesem Monat ist es nämlich Jugenddienst. Und Jugenddienst hat ganz viele Facetten. Die Jugendlichen hier putzen gerade Stolpersteine. Stolpersteine, die mein Rotary Club vor Jahren mal mit unterstützt hat, einen finanziellen Beitrag geliefert hat und eine Stelle, die eigentlich jedes Jahr zu Gedenkfeiern wieder besucht wird. Geputzt wurden sie noch nie und ich freue mich sehr, dass der Interact Club das als seine erste Aktion heute macht. Ja, und der Vorsitzende des Interact Clubs, der steht jetzt neben mir und das ist Vincent Leloup. Grüß dich, Vincent. Ja, mach die Maske ab, wir sind ja jetzt draußen und ich bin geimpft, also müsste eigentlich gut gehen. Ja, Vincent, wir kennen dich ja schon, als du mit mir die Weihnachtsbotschaft angesprochen hast. Aber was hat dich sonst noch so mit Rotary verbunden? Kannst du etwas dazu sagen? Das mache ich natürlich gerne. Ich bin Rotary-Jugendaustauschschüler gewesen im Jahr 2019-2020 und da bin ich durch meinen Sponsorclub Rotary Oelsenkuhwarden bin ich in die USA in Anführungszeichen geschickt worden oder ich durfte in die USA gehen und es hat mich wirklich sehr, sehr viel Spaß bereitet und das war unter anderem auch die Inspiration, den Interact Club zu gründen. Du warst ja in Amerika, als Corona anfing und ich glaube, da warst du auch ganz aktiv, denn du bist nicht nur jetzt Vorsitzender dieses Interact Clubs, du machst noch mehr. Kannst du darüber mal was erzählen? Gerne. Ich bin Vice Executive Chair von Rotary Interactive Quarantine. Das ist ein Programm von Rotary Jugendaustauschschülern und Interactern aus der ganzen Welt, was gesponsert wird vom District 6480 in Louisiana aus den USA. Es hat sich sozusagen zur Aufgabe gemacht, in der Corona-Pandemie virtuell Jugendliche, die Rotary interessiert sind, miteinander zu verbinden. Monatlich halten wir 2 Meetings ab, die international stattfinden mit ca. 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern und jedes Meeting hat ein bestimmtes Thema und dieses Thema ist meistens angelehnt an das Rotary International Themas des Monats und dazu laden wir dann natürlich auch verschiedene Rotarier und Rotarierinnen ein, die von Rotary International sozusagen zu uns gesendet werden. Beispielsweise haben wir Jennifer Jones eingeladen, die Rotary International President Nominee. Und sie hat uns einen Vortrag gehalten. Daneben haben wir Holger Knack auch unter anderem an einer Konferenz unterstützt oder er hat vor uns gesprochen. Past President Mike Maloney durften wir auch begrüßen. So haben wir viele verschiedene Programme auch unterstützt. Beispielsweise halten wir Twinning Meetings ab, die sozusagen verschiedene Interact-Clubs von der ganzen Welt miteinander verbunden werden und sozusagen eine kleine Partnerschaft sozusagen angehen können, wenn sie möchten oder die können sich daraus entwickeln. Und dann gibt es auch noch verschiedene andere Programme, wie beispielsweise Hear My Story Project, wo verschiedene virtuelle Videoprogramme erstellt werden, wie beispielsweise Faces of Interact oder Faces of Rotary, wo verschiedene hochrangige Rotarierinnen und Rotarier vorgestellt werden und deren Motivationen sozusagen selbst darstellen dürfen. Es gab auch schon einen Artikel im Rotary-Magazin Deutschland über uns, was mich sehr gefreut hat. Gut, ich hoffe, Sie haben auch gemerkt, was Jugendliche für Rotary bedeuten können. Ob es nun regnet oder nicht, sie sind hier fleißig. Ich glaube, es macht ihnen auch Spaß, etwas gemeinsam zu machen, aber können wir gleich noch mal reinhören. Und tatsächlich bekommen diese dunklen Steine jetzt am Internationalen Tag der Befreiung, am Europäischen Tag der Befreiung, wieder einen hellen Glanz. Und ich glaube, das ist das ganz Wichtige jetzt. Darf ich euch mal was fragen? Ja. Könnt ihr etwas dazu sagen, was ihr jetzt macht? Putzen Stolpersteine. Und? Wie haben die vorher ausgesehen? Die waren nicht wiederzuerkennen. Also sie waren sehr matt, schwarz. Jetzt glänzen sie wieder wie Messing. Und lesbar. Und ja. Sind wieder lesbar. Ja. Die sind ja richtig, richtig gut geworden. Ja. Wer mehr über den Jugenddienst erfahren will und vielleicht auch mehr über Interact Clubs erfahren will, der soll nächste Woche unbedingt einschalten bei unserem Seminar. Am 19. ist es dann um 20.15 Uhr wieder www.rotary1850-live.de. Ich hoffe, ich kann Sie dann begrüßen. Bis dann. Tschüss.